Hi Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lina Kahrs Pferdewelt. Wir machen heute ein spezielles Experiment nach dem Motto: Für einen Pferdebesitzer ist kein Weg zu weit. Man sieht es jetzt nicht so gut, weil sie eine Decke oben hat. Aber ich probiere jetzt aus, ihr ein spezielles Heu zu füttern, das ich heute gekauft habe, also ein besonders gutes. Nämlich ein Heu, das nicht nach nichts oder im schlechtesten Fall nach Schimmel riecht, sondern ihr ein Heu zu füttern, das nach Wiese, nach frischen Kräutern riecht, das süß riecht. Und nach einem Monat werde ich dann schauen, ob ihr relativ aufgeblähter Bauch nachher dünner geworden ist. Wir haben nämlich gerade einen 300 Kilogramm schweren Heuballen geholt, der jetzt im Hänger natürlich liegt. Und den werden wir jetzt gleich aufschneiden und wir werden gleich das erste Experiment machen, nämlich wir werden schauen, ob der Bella der Heuballen, den sie jetzt gerade drinnen hat, oder der Heuballen, den wir ihr gleich anfüllen, also das Heunetz, das wir gleich anfüllen werden, besser schmeckt. Viel Spaß bei der neuen Folge. Wir sind ausgestattet mit zwei Heunetzen und einer Schere und werden jetzt gleich schauen, wie wir den Ballen am besten öffnen, damit wir nicht zu viel verschwenden. Komm mal mit. Also hier drinnen liegt der Ballen. Ich werde den jetzt ganz nach hinten schieben, einfach damit wir den maximalen Platz haben. Er hat 300 Kilo, er ist schon sehr schwer. Er ist ja durch die Fahrt eh ein bisschen nach hinten gerutscht. Wir haben schon kurz die Angst gehabt, dass wir den Ballen nicht reinkriegen, deswegen ist er hier schon geöffnet. Irgendwie ist das mit einer Schere. Man sieht, dass ich kein Landwirt bin. Aber ich bemühe mich. Warte mal. So. Und jetzt schneide ich das noch da weg. Heu aus dem Waldviertel. Es ist jetzt nicht so staubig, wie man staubt ein bisschen nur. Aber es riecht echt nicht schlecht. Wir werden einfach den Test machen und ein Heunetz jetzt füllen. Dann schauen, ob die Bella auf dieses Heu zuschlägt oder auf das Heu, das es gibt. In ein so ein Netz. Ich habe gestern eine Waage noch gekauft, das werde ich euch dann später zeigen, damit man abwägen kann, wie viel das Pferd frisst. Ich fütter der Bella oder ein Pferd von Bellas Größe kriegt so, sollte so zwischen 10 und 12 Kilo, je nachdem, ob es sehr kalt ist oder nicht, pro Tag kriegen. Das heißt, dieser Heuballen würde genau, wenn da jetzt so 5 Kilo reingehen, ungefähr, ein bisschen mehr als 5 Kilo, für einen Monat halten. Und das Heunetz verwende ich deswegen, damit sie länger was zu essen hat. Also damit sie eine längere Beschäftigung hat. So wie es ja für ein Steppentier ist doch ein bisschen staubig auch. So wie es für ein Steppentier üblich ist. Dass sie nicht nach einer Stunde kein Heu mehr hat, sondern dass sie das verlängert ungefähr die Fresszeit ums Doppelte. Ich hoffe, ich kriege nicht erst eine Staublunge, bevor mein Pferd einen dünneren Bauch kriegt. Wir haben hier jetzt die zwei Heunetze mit dem frisch gekauften super Waldviertelheu. Wir werden jetzt gleich sehen, ob die Bella das genauso toll findet wie ich und werden testen, ob, wenn wir der Bella jetzt einen von den neuen Säcken dazu hängen, beziehungsweise wir können das hier auch gleich testen. Warte.
Das ist jetzt der mit neuen Heu. Und hier haben wir einen mit dem alten, also mit dem Stahlheu. Bella! Bella, du musst unseren Test mitmachen. Komm her. Du musst unseren Test mitmachen. Uap. Wir müssen ja das Heu wegnehmen, sonst spielt sie mit uns keinen Test. So. Neues Heu oder altes Heu, Bella? Also man hat zumindest subjektiv ein bisschen den Eindruck, dass sie da gieriger reinbeißt, aber pff, oder? Ein bisschen vielleicht. Und ich zeige euch das jetzt noch, wo ich glaube, dass sie eben Schmerzen hat, damit ihr seht, was ich meine. Wenn ich schon einen tollen Kameramann hier habe, nämlich. Ich muss sie dazu nur kurz abdecken. Aber ich glaube, jetzt ist das Ergebnis relativ eindeutig. Also jetzt isst sie eigentlich nur mit dem Ball. Oder auch nicht, Bella. Du musst unseren Test auch richtig mitspielen. Ja, sie spielt ihn eh richtig mit. Jetzt werde ich euch die Stelle zeigen. Ja, ich werde vor dir eine Staublunge kriegen. Werde ich euch die Stelle zeigen, wo sie ein bisschen Schmerzen hat. Also sie ist jetzt einmal, sagen wir nicht, also ich habe sie schon auf Sägespäne gestellt, weil sie zu dick war. Und hier, seht ihr es, wie sie die Ohren anlegt? Ja. Seht ihr ganz eine... Eine sehr deutliche, doch sehr deutliche Reaktion. Und mir kann kein Tier jetzt sagen, warum sie dort Schmerzen hat oder warum sie da so reagiert. Das ist nicht jeden Tag so. Es ist heute wirklich schön zu sehen, weil oft reagiert sie nicht so deutlich. Die Tierärzte sagen mir, das ist, weil sie eine Stute ist. Aber ich kann das nicht glauben. Ich glaube, dass das entweder an einem Blähbauch liegt, weil sie irgendwie irgendwas nicht vertragt. Ich werde es herausfinden. Bella, komm, komm davor, komm, Bella. So ist gut, dann bleib halt so ein bisschen da stehen, komm. Dann geh ein bisschen vor, komm. Ja, so ist super, steh, so steh. So, hi Leute und herzlich willkommen zu Lina Kars Pferdewelt. Wie ihr sich erinnern könnt, haben wir, also dieses Jahr im Winter, eine Serie gedreht, wo ich einen Heuballen organisiert habe für die Bella, weil ich mir gedacht habe, ich muss in ihrer Haltungsform ein bisschen was ändern, weil sie so aufgebläht und dick war. Und dann habe ich ihr ja einen Monat nur mein Heu gefüttert oder nur das Waldviertlerheu, steh. Und habe sie zusätzlich dann von Stroh auf Späne umgestellt. Und wir schauen uns heute einfach an, was sie macht, wenn ich sie dort hinten putze. Weil ich immer finde, man muss jeden Schmerz oder jeden allem, was ein Pferd sagt oder tut, nachgehen. Und wie ihr seht, jetzt kann man sie da überall ganz normal putzen und sie macht gar nichts. Und das ist für mich der beste Beweis dafür, dass man jedem Unwohlsein einfach nachgehen muss. Und ich kann nicht genau sagen, woran es jetzt liegt, ob es die Sägespäne Einstreu ist oder also das glaube ich ehrlich gesagt am ehesten, weil das Heu, habe ich dann wieder das Heu vom Stall genommen, weil das einfach zu zeitintensiv und anstrengend ist, selber Heu zu organisieren, wenn man keine Möglichkeiten hat, also keinen Hänger, und also nur einen Hänger, aber keinen Traktor und nichts herzuführen, das ist wirklich anstrengend. Und ich glaube, man sieht auch, dass sie hinten da, wo der Bauch ist,
relativ gut abgenommen hat und nicht mehr einfach so aufgebläht war, wie sie das im Winter gewesen ist, wo wir das erste Video gedreht haben.